Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Brava Quattro. Wie immer zusammen mit der lieben Christina. Hallo. Jetzt sagen wir, joinen gleich drauf. Ja. Bin mal gespannt, ob jetzt jemand hinterher joint. Man weiß es ja nicht. Es kann jederzeit passieren. Wir haben es auch gewartet, bis wir eine Folge fertig haben. Jetzt hinterher joinen können. Wer weiß, Christina. Wer weiß, wer weiß. Okay, das Gold ist auf bald durch. Wir haben fast ein Stack Gold. Ja, aber 63 keine Äpfel. Gold. Also, sollte uns jemand töten, der wird glücklich sein. Vielleicht spreche ich noch mal eben durch, dann habe ich noch einen Platz mehr frei. Eisen durchschmelzen. Wobei das Eisen, glaube ich, noch halb so wichtig ist wie das Essen, deswegen... du hattest Schweinefleisch, oder? Nee. Gar nicht? Okay, dann nehme ich das gleich raus. Ich brauche ein Scheiß-Level. Pass auf, hier ist offen. Dann nimm du eben kurz die Sachen aus den Öfen raus jeweils. Da kriegt man ja auch immer ein bisschen Level. Aber nicht viel. Ja. Bis dahin habe ich Kohle gefunden. Eisen haben. Boah, dieser Zombie. Wollen wir sonst eben über die Folge hier die Sachen brutzeln lassen und derzeit können wir eben noch Kohle und sowas farmen. Weil das dauert jetzt ein bisschen, bis das durch ist. Genau. Ich meine, solange keiner hier ist. Anstellen, dass ich auch rauskomme. So, so. Schau ich mal weiter. Ja, genau, da oben war ja noch Gold. Ich brauche 35 Level. Um meine Schwerter zusammenzufassen. Egal wie rum. Dann habe ich Schärfe. Ja, egal wie rum. Dann habe ich Schärfe 5, Haltbarkeit 1, Rückstoß 2 und Verbrennung 1. Das, dann nimmst du jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Sachen aus dem Öfen raus. Mal wieder. Brauchst du von den Schwertern noch irgendwas? Die habe ich jetzt noch übrig. Guck dich mal durch. Rückstoß wäre ganz geil. Da ist noch ein Rückstoß. Oh, tatsächlich. Wenn ich die zusammencrafte, das sind 6 Level. Mache ich einmal, dann habe ich Rückstoß 2. Die Schärfe-Schwerter brauche ich nicht. Brauchst du die? Ne, ich hab Schärfe 5. Gut, dann verbrenne ich die mal eben. Oder gib mir eins. Gib mir das bessere. Ja, für so. Dann nehme ich das für so. Aber warte, dann schmeiß ich mal eben mein Steinschwert weg. Dann das andere Schwert. Das hier. So, ich wollte noch Gold in die Öfen reintun, genau. Das Essen ist auch durch. Das Eisen brutzelt. Okay. Lass jetzt nur nicht die Höhle hier verlieren, ne? Ja, ja. Ich frage jetzt, ob wir überhaupt noch so viel Eisen brauchen. Klar, Rüstung besser machen. Ja, Rüstung. Ne? Ja, gut. Eisen brauchen wir immer. Immer abbauen. Immer Wigger, immer Wigger. Hier haben sich welche eingebaut. Ja, die sind aber wahrscheinlich schon weg. Na, aber das sind so 2 Mauern gewesen. Ah, okay. Jetzt müssen wir halt die ganzen Folgen kennen von den anderen, ne? Ja. Ja. Hier noch eine Spitzhacke? Nee, muss ich mir gleich machen, okay.
Mir leid, falls man jetzt gerade die Bahn gehört hat. Kannst du da nicht ändern. Das Krasse ist halt, ich brauche jetzt ewig lang, bis ich auf 35 Level komme, ne? Ja, natürlich, aber was soll man machen? Das Nether schaffen wir nicht mehr. Nee. Sonst brauchst du halt sehr viel Redstone und Lapis Lazuli, weil die geben echt viel Level. Okay, hier ist ein Sackkasse. Ich bin, wenn man bei uns rauskommt, rechts lang. Okay. Also ich erforsche gerade oben die Höhlen halt, ne? Ja. Sache ist, wir müssen halt hier nach wieder einen kleinen anderen Weg einschlagen und auf jeden Fall mit Cleanstone wieder zubauen. Das ist ja auch 99% der anderen machen. Ja, manche laufen noch einfach lang. Ich würde sagen, bei 5 Minuten sehen wir zu, dass wir wegkommen. Ich darf mich halt nicht verlaufen, was ich gerade tue. Christina, verlauf dich bitte nicht. Den bauen. Und eine neue Spitzi. Ja Leute, irgendwann passiert mir das, dass ich außerdem keine Spitzhacke, sondern eine Hake baue. Irgendwann passiert mir das. What? Ah ne, ich weiß, wo wir sind. Gold sage ich und ich mach Kohle, ist klar. Ich finde das echt schon manchmal krass, wie weit wir gekommen sind einfach. Hier oben. Der Wasser. Dass wir immer noch Höhlen finden, Alter, wo noch keiner war. Ich auch jedes Mal krass. Ich bin ja dafür, Christina, dass wir irgendwann mal ein Projekt zusammen machen, wo wir auch immer so, keine Ahnung, bei jedem abwechselnd immer eine Folge bringen. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock hättet, dass ich mit Christina zusammen ein Projekt mache. Schlawiner. Ich? Da wird doch jetzt eh jeder schreiben, oh Gott, die? Nein. Los, richtig, die. Ich bin schließlich keine Katze. Was? Oh. Ah, du kämpfst. Ich hab mit dem Fischchen gespielt. Hier sind wir, okay. Ich hab auch gerade kurz gedacht, wo bin ich eigentlich? Hallo, Creepy. Keine Sorge, mir geht's gut. Ja, sehe ich am Chat. Ja, man steht da. Jonaya wurde vom Creeper in die Luft gejagt. Was, dann tötest du mich? Brauche ich ja nicht, du bist ja dann schon tot. Ich meine, jetzt in echt. Hier ist ein Skelett. Ach, hallo Zombie. Ja, die muss man natürlich auch töten für Pfeile, ne? Ja, bin dabei. Hier in der 1.8 sind die halt noch nicht so krass. Oh ja, oder aber später, ne? So. Ich höre einen Schleim. Den höre ich auch. Ich hab Lapis. Ich hab den Schleim. Brauchen wir den? Kohle. Weiß nicht. Brauchen wir für Leinen. Hast du vor, die Pferd zu holen? Geht ja nicht. Darf ich ja eh keine Dings verwenden. Stimmt ja. Aber Level!
krass Level. Die geben Level. Okay. Oh, eben noch hier das Gold ab. Ja, ich komme zurück. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal gebrauchen. Also wie gesagt, der uns töten wird, der hat echt Glück. Der hat viel Gold. Ich baue unser Zeug ab, ne? Ja. Dann ist schon viel durchgebraten gewesen. Ja, fast alles. Oh, hallo Creeper. Auch nochmal Level. Du müsstest nur herkommen, ich kann nicht mehr viel aufnehmen. Ja, ich bin sofort da. Eben noch den Level, Creepy. Oh Gott, oh Gott. Müsste hier sein. Gang hier. Ich seh dich. Da. Ja, lass einfach hier lang gehen, oder? Achso, hast du alles? Ich habe alles, ja. Baum, 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 schicka baum. Wir können uns natürlich hier in die Erde rein. Oh, Creeper an der Seite. Gott, ist mir erschrocken. Können natürlich auch, Christine. Wir brauchen ja nicht mehr weit weglaufen. Oh, hinter dir, Alter. Guck mal, Kollegen Cordis. Ja. Weit können wir auch nicht. Also wenn, dann würde ich mich hier in die Richtung da. Ja, ich will hier nur noch. Dann bauen wir uns da schon mal einen kleinen Gang. Okay. Wir haben ja noch 3 Minuten. Ja, ich baue mir da den Gang, den du gerade abgebaut hattest. Ja. Höhe sind wir hier? Okay. Hast du denn noch Cleanstone? Hier ist eine Schlucht. Oh, und richtig viel Kohle. Also lieber da bleiben? Wir bleiben hier, ja. Das ist natürlich nah am Rand schon wieder. Ja, aber die Border ist übermorgen. Safe, oder? Die Border war bei was? 700? Weiß ich nicht. Wir können ja sonst uns hier diesen Gang da reingehen, da wo ich hingebuddelt hatte, ja, hinter uns zumachen. Und wenn wir dann das nächste Mal sind, können wir immer noch die Schlucht gehen. Ja, ja, das kann man machen. Ja, weil die, jetzt wissen ja keiner, dass wir von der Schlucht wissen. Die Folge hier kommt ja einen Tag, nachdem wir aufgehen. Soll ich, dass die keine Fackeln sind. Lass uns erstmal hier in den Gang reingehen. Dann sind wir nämlich safe, bevor wir uns da jetzt ausloggen und dann am Ende der Border sind, weißt du? Weil hier liegen Steine von uns rum, das könnte uns verraten. Versuch die mal aufzusammeln. Oder nee, warte. Da sollten wir eh zumachen, Christina. Geht's noch? Ja, warte, Mama. Das muss ja natürlich aussehen. Warte, ja, warte, ich habe gerade außen die Kohle aufgesammelt. Da fängt Diorit an, das heißt, wir können hier noch ein bisschen Diorit. Ich baue eben noch mal hier die Kohle ab. Oh, dann kann ich auch in der nächsten Folge gleich hier den Kies abbauen, der hier ist. Ja. Eine Fackel wäre geil, ne? Hm? Eine Fackel wäre geil, wenn du die mal als erstes setzen würdest. Siehst du so wenig? Nee, aber hier können Monster spawnen, wenn wir jetzt runter joinen. Ja, das, Kind. Da hast du natürlich recht. Liegen hier Steine? Ja, okay. Dann okay. Bleib da, wo du bist, ne? Hier ist, ja, ein loser Stein, daran können wir uns orientieren. Gut.
Lalalala. Dann haben wir es tatsächlich wieder geschafft und haben 20 verdammte Folgen zusammengekriegt. Ein Projekt, womit ich mir 5 gerechnet habe. Ja, Leute. Also, wenn ihr gespannt seid, wie es morgen weitergeht und ob wir die vielleicht sogar die 22 schaffen oder ob es dann bei der 21. bleibt, schaut einfach vorbei. Bis dann. Ich bin selber gespannt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.